So, moin, herzlich willkommen zu dieser Folge. So, wo war ich denn geblieben? Ach so, ja, stimmt. Genau, perfekt. Getimed. Naja. Hallo, ich war doch da. Aber hey. Ich gehe in ein Schloss, ohne Beere und etwas zu Ich finden. glaube, so kommen wir in die schwarze Festung. Stimmt, genau das hier zuletzt gesehen und ich habe keinen Bock mehr. Nicht mal ein Trübers kriegt uns. War das so gemeint? Ja. Ist es. Wer würde beim Armdrücken gewinnen? Du oder Braun? Du? Ach komm! Braun hat schon einhändig hunderte Armeen besiegt. Aber du hast vier Arme? Gutes Argument. Oh, so schnell, cool. Was bringt mir das? Außer das frei zu machen? Abends dann komme ich rein. Ich habe gedacht, das ist Timing. Das war auch Timing. Also. Was bringt mir das, wenn ich das aber Eis so Hey? Das muss die Festung sein. Sehen wir uns um. Laut Orm soll die Julbeere irgendwo darin wachsen. Ja. Ich sehe, was du nicht siehst, Ranken. Gut, also die Bruten sind für immer weg. Ist ein bisschen unheimlich hier. Ich sehe schon, Sieht was aus wie die sehr schön Zitadelle ist. der Frostwächter. Warum komme ich denn da durch? Was bringt mir das? Kann ich runter? Wie? Hier ist ein Weg? Mir gefällt das nicht. Warum komme ich denn hier durch?
Wofür? Darf ich das mitnehmen? Das war gut, nicht wahr? Kommst du jetzt mit? Ich glaube nicht. Und deswegen vorhin auch. Oder ein, zwei Parts, ein Part. Wir sind eine Familie. Ja, ich komme dann leider nicht hoch, Willow. Ah, die habe ich gar nicht gesehen, aber gehört, glaube ich. Schau, die Zugbrücke. Wie kriegen wir sie runter? Keine Ahnung. Ja. Sind ein bisschen zu viele. Festzuhalten. Zu viele, vielleicht aber. Bist du stark genug, um die Zahnräder zu bewegen, Willem? Aber hey, Philipp, wie geht's dir so? Das hat den Eisblock zerstört. Also Eisblock, wo? Ah. Sie bewegt sich nicht. Das Eis blockiert sie. Ey, wo ist das Eis? Warum kann ich überhaupt da runter? Oder war ich das? Ja, das war ich. Huch. Also, das ist richtig. Wow. Sie bewegt sich nicht weiter. Ach, cool. Dass ich mit Eis dürfte ich meine. Ne. Wow. Müsste eigentlich höher. Ja, warte mal. Was machst du? Ja, sie ist kaputt. Tut mir leid. Ja, irgendwie aus Augen keine dringend dran. Genug. Kette steckt im Eis fest. Wir müssen es zerstören. Kann ich das hier runter? Ich sehe die Aufgabe. Könnte mir so vorstellen. Und du kannst nicht hoch?
Nein, das ist falsch. Nein! Warum fokussierst du immer die? Gehst du mal rüber? Danke. Und wenn ich das wieder runter? Nee, 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 nee. Du musst so bleiben. Die Kette steckt im Eis fest. Nein! Wir müssen es zerstören. Dumm, Willow. So, so, und wie mache ich da? Achso, ich muss die rechte Seite zuerst lösen. Ach man. Die Kette steckt im Eis fest. Wir müssen es zerstören. Ja, ich weiß. Nein. Ich hatte was. Ich habe zu viel gefokussiert. Okay, sieht gut aus. Ja, jetzt das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Aber was? Warte. Wenn ich das höre, lass du los, danke. Das war falsch. Hä? Macht ja doch keinen Sinn.
Wie schaffe ich denn das? Das ist doch egal, eine Anlösung. Rechts ist. Übersehe ich was? Und zum Vorstellen? Ja. Okay. Pardon, Willow. Das stimmt nicht. Wann will ich das so machen? Meine Aufgabe muss alle gleichzeitig. Nee. Geht nicht einfach. Warte. Nein, was ist los? Theorie, wenn das so funktioniert. Ich möchte aber. Ich da bitte runter. Du dich doch nicht dahin. Bist du dumm? Ja, bist du. Dummer Scheiß, Willow. Zu spät. Renn bitte einfach schneller. Gleichzeitig explodieren. Ach so, wusste ich nicht. Mach doch besser, Nanu. Wie soll ich denn das tun? Das ist unlogisch, so schnell kannst du nicht mal loslassen. Etwas stimmt nicht. Ich zeig's dir gleich, etwas stimmt nicht. Wenn Nanu
runterkommt, dann ist es besser. Nicht hier Willow drauf. Ich muss das. Nee, nee, das ist unmöglich, wirklich. Was sind denn das, wirklich? Ich komme. Nein. Nein. Sie müssen gleichzeitig. So weit wollte ich nicht in dem Dreckspiel wirklich. Sie müssen gleichzeitig explodieren. Ah, mach doch besser, blöde Nanu. Wirklich. Gib mir auf, Keks. Warum rennst du nicht mehr, dumme Velo? Wirklich. Nein. Zu spät. Nein, es ist unspielbar. Nein, funktioniert nicht. Nein, was machst du, dummes Tier? Warte mal. Lass los einfach. Lass los. Nein, 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 nein. Ein dummes Tier, wirklich. Nein, das ist falsch. Denke ich. Du warst richtig. Denke ich. Aber dieses Timing. Ich hoffe, White hat selbst das gemacht. Werde ich es nicht schlauer? Nein, es ist nicht machbar. Es ist einfach nicht machbar. Dieses Tier kannst du nicht rennen. Oder stelle ich mich dumm an, dann könnte es sein. Lass los. Das lass los schon ewig dauert. Könnte ich vielleicht hüpfen schneller? Das ist einfach nur ausprobieren, denke ich. Sie müssen gleichzeitig explodieren. Na, du steig doch bitte ab, dann funktioniert es. Bitte, danke. Ja, spring doch in den Tod, wirklich. Bist du behindert? Warte, 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 warte. Nein. Oh Mann. Warte. Reicht das vielleicht schon? Bis da oben. Nein, ich muss das hin. Das ist trotzdem unmöglich. Spiel. Ich hatte schon. Du dummer Scheiß-Fillo. Nee. Nee.
Irgendwas stimmt nicht. Ach, wusste nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Scheiß Tier, warum lasst du den los, wirklich? Sie müssen gleichzeitig explodieren. Lass los. Einfach nur lass los, wirklich. Warum drück ich den runter, du dumme Scheißtier? So, die habe ich ihn zweimal ausgelöst. Gleichzeitig explodieren. Ja, und wie? Das erratst du mir nicht. Ja, cool. Nee, das funktioniert nicht. Warum auch? Das könnte funktionieren. Denk ans Timing. Das sieht so richtig aus. Hat ja nicht lange gedauert. Jetzt weiter zur Julbeere. Darf ich einfach eine Ich habe E gedrückt und du, nee. Da! Das muss sie sein! Die glänzende Frucht in der Winde! Hört sich super an. Wirklich. Warte mal kurz, da träge ich mal kurz. Das sieht mir nach Bosskampf aus. Um sowas wie jemand zu beschützen lassen, denke ich, immer was beschützen. Gegner. Ah, krieg ich doch wohin. Ich bin mittlerweile 30 Sekunden. Minuten. Die Frage, wie komme ich da hoch? Hey, schau mal! In dem Boden ist etwas gemeißelt.
Was ist das? Du bist heute nicht ganz bei dir, Großer. Weißt du das? Ja, ich auch nicht. Wow! Das ist also eins der Monster aus der Leere? Das ist riesig! Und gruselig! Und die Statuen, die darüber wachen. Hey! Die Geschichte kenne ich. Eine war taub, eine blind und eine ihr Leben lang stumm. Die drei Schwestern haben gegen den Abgrund gekämpft. Und eine von ihnen hieß Lissandra, wie die Eishexe. Was sagst du dazu, Willem? Das ist super spannend, oder? Nee, unheimlich. Das ist alles? Ich frag mich, was dir über die Leber gelaufen ist. Was sind das für Glitzerkugeln? War mir klar. Nein, keine Angst. Das ist ganz leicht. Pass auf. Wow, das wie. Wow. Geh zu Willem wieder, Willem. Und wie? Auf, mein Freund! Wow. Nein! Mann, dumme Scheißtier, wirklich. Gib nicht auf! Wie viel Leben habe ich denn? Aua. Die Gegner möchte ich nicht nochmal haben.
Warum kannst du denn fliegen wirklich? Ich kann auch nicht fliegen, aber... Nie wieder. Boah, Leute, wirklich. Ist das eine Ult von ihm? Das war schön. Keine Gegner, ist alles top. Wow! Du hast den gesamten Raum eingefroren? Hast du etwa geübt? Cool, Willem! Hey, Willem! Die Eishexe ist vereist. Die Eishexe ist vereist, okay. Die Julbeere, wie sie funkelt. Endlich! Harte Arbeit zahlt sich aus. Ist eine kleine jetzt. Kein Probieren. Ja, wollte ich. Ja, klar. Wollte ich schon immer. Sieht aber nice aus. Die Ult. Okay. Orn wollte zwei Sachen. Wir haben die Julbeere. Und? Das ist der Plan. Nach dem Westen gehen wir ostwärts. Den drei Schwestern sei Dank, dass Freljord weiter fortbestand. Glaubst du, die Eishexe könnte eine der drei Schwestern sein? Könnte sein. Ich wusste es! Lissandra, die gegen den Abgrund kämpfte, ist die Eishexe. Immer noch. Warum ist das timig? Note spielen. Dumm? Bist du wirklich dumm? Klar.
Warum greifst du nicht? Dummes Tier. Und ist doch zu wenig Platz für ihn. Ich hab doch das ganze Zeit gemacht. Es fällt nur noch der Kellerell. Fast geschafft. Oh, ist voll süß. Schneller als der Wind. Kinderspiel. Sag mal, Willem, was riecht hier so? Bist du das, Kumpel? Oh Mann, du musst mal baden. Hey, die Tür sieht eisig aus. Glaubst du, die führt in den Eisgarten, den Orn meinte? Cool, ja, könnte sein. Ach, wie doch nicht. Könnte das Ding der Kellorell sein? Du fragst sie gefühlt jede Sekunde. Dass wir irgendwas vom Kellorell holen sollen. Ich weiß aber nicht mal, was ein Kellorell ist. Ich auch nicht. Wir finden's raus. Stimmt. Herumstehen bringt nichts. Auf geht's! Was ist ein Kellorell nochmal? Wie ist das? Kumpel, ich möchte runter. Wenn das so jetzt heißt. Ich gehe mal hier um die Ecke und das heißt Equinoten. Was kannst du da oben machen? Nix, oder? Sie ist kaputt. Wie kommen wir jetzt rüber? Was macht er da oben? Wie komme ich da hoch? Ah, okay. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ist auch richtig. Nee. Ach so. Du bist der da. Nein.
Nein. Was machst du? Wo ist sie hinterher? Bist du dumm? Kommst du mit rauf? Oh nee. Super, das Eis hat die Brücke repariert. Klar, warum nicht? Hallo. Hier ist eine Note. Wow! Willem, was sind das für Dinge? Statuen? Aber von wem? Sie sind echt. Schön. Unglaublich. Okay. Muss ich in die Mitte? Sieht unheimlich aus. Noch eine Schneeballschlacht? Du hast die letzte aber verloren. Bitte nicht. Willkommen bei einem weiteren Kampf zwischen Nunu, dem kleinsten Notzeit, und Willem, dem größten Yeti. Wow. Klasse! Entführung! Ja! Ich lieg vorn! Ja! Süß. Gib lieber gleich auf. Das ist nicht dein Ernst. Ich gewinne immer. Weißt du, Willem, ich habe mir überlegt, wir könnten das erste Schneeballschlachtturnier in Freljord abhalten. Nur für Legenden. Okay. Bin dabei. Braum würde es bestimmt ins Finale schaffen. Wo ist der richtige Weg? Oh. Ich möchte... Ja. Wo geht das Tutorial weiter? Angriff. War mir klar, dass anders Seite weitergeht. Endspiel.
Ach, weil du jetzt mal nicht die ganze Zeit rumlaufen. Du bist der Richtige. Ich muss Note merken, wirklich. Seh nix. Ah, okay. Okay. Nein. Okay, ich brauche einen Stift. Das werde ich noch nicht mehr niemals. Und warte. Rauch. So, bis RF komme ich. Gott. Ich soll Autist sein. Du bist ein Dünn. Nein. Ich hab vertippt. Nein. Ich wollte auch andersrum machen.
Boah. F ist es nicht. G ist es auch nicht. T. Upsala, warte. Ja. Gott, das ist... Warte mal. Du bist doch... Ja. Dann T und dann nochmal T. Und dann R. Moment. Du bist RT. Nein, ist kein RT. Oh mein Gott. Ja, F und dann T, denke ich. Also. Oh Gott. Boah. Seltsamen Statuen. Im Lied heißt es, sie wären beinahe lebendig. Ich habe. Seltsames Lied, großer. Aber schön. Gemacht. Die wollen sogar. Oh mein Gott, und ein paar Mal schon öfters. Jeder Isai kommt mit. Ich habe mir gerade meine Tastatur auf ZO geschrieben. So. Was tue ich gerade? Hilfe. Das mache ich noch und das dann. Cool. Achso. Hey, Willem, ich habe nachgedacht. Als wir den Berg gesehen haben, warum wolltest du nicht dorthin? Ich weiß, dass du mir nicht alles sagst. Ist schon okay. Du bist mein Freund. Ohne diese Note öffnet sich das Tor nicht. Wütender Yeti! Was bringt mir das hier? Ist das hinter einem Wolf? Mein bester Freund. Ich ja mal das Tor öffnen. Das funktioniert nicht, weil das abgebrochen ist.
Also. Nicht mein Trübers kriegt uns! Muss hier lang. Wow. Achtung! Jetzt! Er ist geschwächt! Ach, da, danke! Bin ich. Habe ich gerade das Spiel kaputt gemacht? Greif den Krokus mit Schneebälle an. Ach so. Bin ich dumm? Ich hab doch eher sind kleine unterwegs. Oh, ein Kroggy. Kroggy? Da, auf seinem Rücken sind Splitter aus magischem Eis. Noch ein Krog. Los, Welsongur. Frejots Stärke. Muss aber hier hoch. Schneller, schneller, aufwachen, Kroggy. Komm her, ich muss auf den Rücken. Ich spiel, du greifst. Warte, 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 was bringt mir das? Yep, ich muss die Melodie spielen. Oh, mehr.
Halt, halt, halt. Ja klar, ist logisch. Sogar Braum wäre beeindruckt, wenn wir den großen Krug mit Zwölfsongur bewegen. Mama würde das auch gefallen. Ja, Mama ist auch da. Hey, Willem. Wieso kam dir diese Höhle so vertraut vor? Du weißt schon, die mit der Anivia-Statue und dem wahren Eis. Oh, cool. Woran hat sie dich erinnert? Wie diese Flugdinger, gegen die wir bei der Julbeere gekämpft haben. Die hatten dieselbe Farbe wie die Wölfe. Dieselbe Farbe wie dunkles Eis. Bestimmt hätten sie nie angegriffen, wenn sie aus wahrem Eis wären. Seltsam. Das ist eine Note? Du bist so weich. Oh Gott. Zum Glück wusste ich, wie das funktioniert. Ich habe eh keinen Schieb, Schiebernis. Ja, wir kommen dem Kellorell näher. Was ist Kellorell? Und erklär mir doch was. Pfotenangriff! Wow, das muss der Kellorell sein, oder? Ich sehe nur Eis.
Darf ich wieder gehen? Bitte. So viele Noten. Ein ganz schön langes Lied. Oh, mach ich. Was gab? Oh. Was auch? Oh, wie traurig. Er kann nicht aufstehen. Wie, was kannst du nie aufstehen? Müde? Der Kellerer kommt nicht durch die abgetrennten Äste durch, oder? Ich sehe was, wenn ich sehe. Mal sehen, ob wir ihm helfen können. Schau mal, die magischen Eissplitter. Denkst du, wir können damit die Äste reparieren? Was für Svel, Son Gur. Nein, das war nicht so richtig. Wir kommen nicht ran. Etwas für meine Flöte. Ich muss da hoch, aber... Warum? Fliegender Notei! Nein, das war falsch. Oder ist das zurück der Weg? Könnte sein. Ja, ich weiß. Geh mal hoch, Velu. Die Note habe ich nicht gesehen. Ach Mann. Jetzt müssen wir einen Platz für die Splitter finden. Geh doch runter, Willow. Wie langsam bist du?
Und dann war ich nie irgendwie weiter. Nee, das ist nicht das Ziel, Dante. Weil ich hier die Brücke aufmachen, denke ich. Schmeiß mich nochmal hoch. Yeti Katapult! Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Hä? Steh ich gerade zu dumm an. Oder übersehe ich was? Yeti Katapult! Das kann doch nicht funktionieren. Ich weiß wieder, wie dahinter. Stimmt. Hoch. Na, also, warum fange ich denn jedes Mal hier an? Wirklich. Warum funktionierst du jetzt auf einmal und vor zweimal nicht? Hä? Fliegender Notoi! Okay. Mach langsam. Das bleibt drin. Ich würde steigen. Klar. Kommst du? Kommst du, meinst du? Stimmt, wenn ich... Muss ich da springen? Oh, das sind nur ein paar Versuche. Yeti Katapult! Gibt sicher kein Checkpoint hier zufällig. Stimmt, wenn ich dir das Eis nicht gebe, ist alles umsonst. Komme zurück! Ja. Oh. Hä? Nein, 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 ich noch mal hoch. Oh nee, nee. Warum sage ich nie? Und hoch. Ich sehe, was du siehst. Ich glaube, ich sehe es.
Danke dafür. Ja, ergibt Sinn. Hat ja nicht lange gedauert. Oh ja. Yeah. Ist das eins oder zwei? Ja, zwei. Und andere Seite. Wir müssen noch einen finden. Ach. Da, Splitter aus magischem Eis. Die brauchen wir. Cool. Wo fühle ich mich hin? Okay. Kommst du hinterher oder soll ich das tun? Sieht so nur nach mir aus. Du bist dran, Svel Songur. Okay. Danke. Mein Weg eröffnen. Hä? Hä? Abends und komme hier rein. Wir müssen einen Platz finden. Ja, ich seh's. Stimmt, mit dem Ding in den Pfoten kommst du nicht rüber. Mit dem Ding kommst du nicht rüber. Achso. Muss ich wirklich erst dahin? Nicht ohne Grund ist hier zufällig. Geh mal bitte weg. Danke. Du behinderst mich. Okay. So schlau. Nein, es ist nicht schlau gewesen.
Bis jetzt gefällt mir das Spiel. Sehr schön. Solche Aufgabe gerne öfters. Alle Wurzeln repariert. Zum Lied, Willem. Ja. Das ist eine easy, hoffe ich. Kamera, please. Kannst du jetzt aufstehen? Chill. Monster-Ding. So einfach. Und das ist ein Kello? Weg? Das ist also ein Kellorell. Und wir haben eine Träne. Meinst du, das hat Orn mit Opfergaben gemeint? Ja. Lass uns zurückgehen und suchen. Was willst du mir sagen? Danke. Wollte ich doch ganz Zeit haben. So. Die Augen des Kellorel waren genau wie die der Statuen. Waren sie also auch aus wahrem Eis? Könnte sein. Wahres Eis kann also auch Leben schaffen? Wow, das wusste ich nicht. Wenn wahres Eis Leben schaffen kann, könnte dunkles Eis es beeinflussen? Aber das wäre logisch, oder? Dunkles Eis verdirbt. Heißt das so? Hat hier jemand den Elnug aus dem Eintopf gemopst oder so? War nur so eine Frage. Wow. Ich treff immer! Ja, auch uns. Gut, wir haben die Julbeere und die gefrorene Träne. Jetzt also der Kessel. Bestätigt. Das bringt uns einen Schritt näher an das Herz der Blauen. Und vielleicht zu Mama. Okay. Ja, stimmt. Hier oben gibt es viel dunkles Eis. Und auch wahres Eis. Glaubst du, das Herz der Blauen hat was damit zu tun? Oder sogar mit der Leere? Ich denk nicht zu viel. Pass nur auf. Okay. Du denkst nicht zu viel? Na? Orn, wir sind zurück. Wir haben alles, was du wolltest. Du hast die Julbeere? Klar. Hier. Oh, wie lange ist es her, seit ich eine... Was? Du isst sie? Natürlich. Niemand sollte mit leerem Magen arbeiten. Und was ist mit dem Kellorel? Oh, wir haben das hier. Eine Träne? Er hat für dich geweint? Das sagt alles. Er hat es auch gespürt. Gespürt? Was? Unglück und Macht. Du und dein Yeti-Freund tragt eine wahrhaft große Bürde. Möge euch Anivias Herz leiten. Cool. Er freut mich und ermuntert mich mehr. Das sind große Bürde.
Sieht mir so komisch aus, der Kessel. So böse. Hier, Kleiner. Möge er dir gut dienen. Er ist wunderschön. Braum wird Augen machen. Was kann er denn? Es ist ein Kessel. Man kocht darin. Aber ist er magisch? Bah, ihr Jungspunde und euer ewiges Verlangen nach gefährlicher Magie. Manchmal sind Handwerkskunst und Schönheit genug der Belohnung. Nun geht. Dass ihr hier seid, bedeutet, dass die Zeit drängt. Es gibt viel zu tun. Wir sind dankbar, Orn. Für alles. Vielen Dank. Ja! Au, heiß, heiß. Denkt daran, Kind. Wenn die Dunkelheit alles umhüllt und alles verloren scheint, reicht manchmal nur ein einziger Funke, um das hellste Feuer zu entfachen. Ihr seid schon zu lange hier. Geht weg hier. Ich weiß, ich weiß. Wir sollten zurück zu Braum. Ja, dann lasse ich mal dich in deiner Buchte. Und fertig. Aufgabe abgeschlossen. Och nee. Aua! Gut, das Spiel. Oh, oh! Hey, das tut weh! Achtung! Jetzt! Er ist geschwächt! Tut mir gar nicht leid! Buff. Tschüss. Ist trotzdem noch ein Wolf. Leg dich nicht mit dem Yeti an. Beenden wir das. Kann ich weiter? Der Spaten? Oh nein. Vor lauter Aufregung haben wir ihn nicht gefragt. Wir werden es wohl nie erfahren. Bestätigt. Stimmt. Eines der großen Rätsel des Lebens. Aber es war garantiert eine Schaufel. Mama hat mir erzählt, dass Erkunder in eigenen Gruppen umhergezogen sind. Das muss eine davon gewesen sein. Sieh dir bloß die Wagen an. Ich liebe sie so schön. Fragst du dich manchmal, ob du wirklich der letzte Yeti bist? Ob es andere gibt? Ich weiß, wie du dich fühlst. Das denke ich auch über Mama. Wir sollten die Notai besuchen, wenn wir das Herz der Blauen gefunden haben. Okay. Solche Frage stelle ich mir auch immer. Hey, Braum! Wir haben das erste Abenteuer erlebt! Damit kommen wir durch den Schneesturm. Das ist schön. Ihr habt einen großen Schatz gefunden. Ja, wie er sagt. Ich denke, es ist noch nicht alles gewesen. So etwas Verrücktes hat Braum noch nie gehört. Das wäre ein tolles Lied. Danke. Oh, wo wir bei den Liedern sind? Großer, ich habe unser Lied verbessert. Soll ich es spielen? Svelsongur,
Lass mich nicht im Stich. Was? Ich soll? Das war aber einfach. So eine einfache Melodie gerade. Okay. Braum, der Eintopf war so lecker. Vielen Dank an den Koch. Nicht zu danken, meine Freunde. Hat Braum gern gemacht. Was passiert jetzt? Gehen wir durch den Schneesturm? Nein, jetzt schlafen wir. Dem Schneesturm stellen wir uns dann morgen früh. Willem erzählt mir sonst immer eine gute Nachtgeschichte. Sei doch nicht so. Du weißt, dass die Leere echt unheimlich ist. Die Leere? Moment, mein kleiner Freund. Sag mir genau, was du gesehen hast. Da war eine Abbildung von einem dieser großen Tentakelmonster und Statuen der drei Schwestern. Serilda, Avarosa und Lissandra. Aber Willem will nicht darüber sprechen. Nee, ich auch nicht. Wir wissen es nicht. Natürlich habe ich von dem Krieg der drei Schwestern vor tausenden Jahren gehört. Die Yeti kämpften mit den drei Schwestern gegen die Leere. Und sie haben gewonnen, dank Lissandra und einer Geheimwaffe, glaube ich. Aber die Yeti mussten dafür bezahlen. Und wie? Und wie? Die Legende sagt nichts dazu. Aber vielleicht weiß unser blauer Freund mehr. Erzähl. Riesenporo hat recht. Zeit zum Schlafen, kleiner Held. Legenden müssen ausgeruht sein. Meinst du? Morgen werden wir zu Legenden, Nunu. Gemeinsam. Kommen wir schon näher, Mama? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich würde es dir sagen, wenn du auf dem falschen Weg wärst, Nunu. Aber sind wir nah dran? Wann sind wir da? Was muss ich noch wissen? Du musst Geduld haben, Nunu. Nunu. Du wirst im Herzen der Blauen alles finden. Hab Vertrauen, Nunu. Glaube. Ich werde bestimmt niemals mehr wissen als du. Was ist das Herz der Blauen, mein Kind? Es ist eine Kerze, oder, Mama? Eine Kerze? Was denn für eine Kerze? Eine Kerze in der Nacht. Das hast du doch gesagt. Hab ich das falsch verstanden? Nein, du hast es schon verstanden. Ich habe dich nur getestet. Was weißt du noch darüber? Eine Flamme im Dunkeln, meintest du. Und eine Waffe? Was für eine Waffe? Wer trägt sie? Alles okay, Mama? Nein. Mir geht's gut, Nunu. Warum? Stimmt etwas nicht? Nein, alles gut, glaube ich. Was soll ich jetzt tun? Mach weiter, mein Sohn. Halte durch. Das war's? Ja. Vertrau auf Willem. Vertraue dir selbst. Du schaffst das, Nunu. Versprochen. Mein Wagen. Wo sind denn alle? Mama? Mama, bist du hier? Mama ist nicht hier. Mama, ich rette dich. Wie viele Szenen gibt es? Jede Entscheidung anders entscheidet, denke ich. Dieses Mal rette ich dich! Mama! Versprochen!
bin hier, Nuno. Ich glaub dir das nicht, Mama. Ich muss zu ihr. Nur ein wenig schneller. Schnell, Nuno. Ich bin fast da, Mama. Warte. Komm zum zweiten Mal. Der Yeti und sein Junge sind so nah. An Freljords dunkelstem Geheimnis. Weiß der Yeti wirklich, wohin er geht? Und was will er dort? Die Kreatur wird nur Schmerz finden. Ich kenne diesen Schmerz gut. Der Verlust seiner engsten Familie. Oder ist das etwas anderes? Hat der Yeti dort etwas versteckt? Etwas, das ich auch in den Träumen des Jungen nicht sehen kann? Eine ultimative Waffe namens Herz der Blauen. Dieser einfältige Held, das Herz Freljords, ist bei ihnen. Ich kümmere mich um ihn. Dann bringt mir der Yeti seine Geheimnisse. Okay. Die Hexe mag ich jetzt schon nicht mehr. Was ist passiert? Wo bin ich? Du bist da, wo der Schneesturm früher war, Kleiner. Es hat funktioniert? Juhu! Seht ihr das? Der Flügelberg. Es ist geschafft. Braum, dein Heldeneintopf hat funktioniert. Ja, der Beschützer von Freljord hat's wieder geschafft. Danke, Braum. Los, Leute! Seine Augen. Der Junge ist seltsam. Oh nein. Braum denkt, es ist Zeit für erste Heldenlektion. Jetzt? Ja, jetzt. Braum wird euch besten Heldenratschlag aller Zeiten geben. Welcher? Dann sag schon! Lauft! Laufen? Los! Ja, sind nur ein paar. Es ist doch die Hexe. Nein! Freljords größter Held ist gefallen. Jetzt, Yeti, bist du dran. Du wirst dieses Herz der Blauen für mich einsetzen. Egal. Nee. Wenn ich das verhindern kann, dann nicht. Aber. Braum kommt halt zurück. Oder, Willem? Oder? Aber der Fall. Der war so tief. Und da waren so viele Wölfe. Aber das sieht man erst mal in der nächsten Folge. Ach, cool. Das Spiegelquest, aber hey.